Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute spricht man eine Runde Bloons Tower Defense 5. Ist zwar etwas laute Musik bei mir gerade, also ich verstehe mich gerade selbst nicht. Aber ich glaube, die kann man leiser stellen. Und ich würde sagen, wir fangen mal auf. Einfach mal auf dieser Map hier an. Und wir machen natürlich auf. Ah, jetzt kann ich hier die Musik, glaube ich, leiser. Ach, sie müssen wir wieder aus- oder anmachen, das ist ja scheiße. Dann muss ich trotzdem so lassen. Das ist zu laut, ich mach's einfach aus. Gut. So. Hätte ich gesagt, platzieren wir als erstes mal einen. Ja. Einfach mal einen normalen Affen. Hier hin. Und dann legen wir los. Die erste Runde soll ja relativ einfach sein. Ja, kinderleicht, sagt er ja auch schon. Und platzieren wir einen Reißnagelwerfer. Nee, ist der falsche. Hier, die Maschine brauche ich. Für 800. Wie viel kostet der Bananenbandage? 1000. Okay. Dann platziere ich trotzdem erstmal so ein Ding. Einfach mal hier hin. Für den Fall der Fälle. Ja. Sollte eigentlich klar gehen. Ja. Gut. Dann grade ich mal das Ding hier ab. Und den hier auch. Weil es soll ja jetzt nur klar gehen hier. Alles gut. Ja. Okay. Dann spare ich jetzt mal kurz ein bisschen Geld auf die Bananenplantage, hätte ich gesagt. Oh Gott! Nein! Da ist schon einer durchgekommen. Das ist gar nicht gut. Okay, aber den Rest hat er. Sehr schön. Ach, 210 brauche ich, damit ich die bauen kann. Please. Ja, okay. Doch, ich baue trotzdem erstmal die Nagelfabrik, bevor ich was anderes mache. Weil die ist schon wichtig. Die stelle ich einfach mal hier hin. Ja. Die ist eigentlich schon relativ sehr gut. Weil jetzt. Ja, die platzieren halt durch den Stachel und die bleiben halt danach liegen. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Scheiße. Okay, aber haben wir noch einen Bananengärtner. Gut. Aber die ersten Runden sind eigentlich relativ einfach. Hast du deine Ausgänge im Griff? Ja, eigentlich schon. So. 1080 kostet das. Oh Gott. Er doch sollte klar gehen, ja. So, jetzt baue ich erstmal die Bananenplantage. Und die kommt. Hier hin. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt mal einen Bananengärtner holen soll. Könnte ich eigentlich mal machen. Ich
Was sind da eh nicht allzu viel. Warte, ich muss erst mal schauen, was diese Upgrades hier bringen. Mach jetzt mal mehr Bananen. So. Drücken wir einfach mal auf Weiter. Gut. Geht noch alles klar. Hey, ich wollte den hier machen. Jetzt habe ich mal hier die Nagelmaschine aufgebessert. Oh, scheiße. Okay, gut. Es hat noch geklappt. Okay, jetzt macht er größere Häufen. Und schneller. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Wen könnte man denn hier noch kaufen? Ich könnte mir hier vielleicht mal das Ding hier upgraden. Ich mache einfach mal. Doch, das Ding, es macht schon gut Schaden an den Dingern. Das Ding macht gut Schaden an den Dingern. Aha. Ach, kacke, die U-Boote kann man ja nicht bauen hier auf der Map. Ich baue einfach mal hier den Affen hier. Und den stelle ich mal hier her. Damit er später mit dem Wirbelsturm die Blumen zurückballern kann. Oh, zum Glück hatte ich so eine Nagelmaschine. Gut. Ich würde sagen, ich brauche da noch heiße Nägel, ja. Weil die brauchen wir ja auf jeden Fall. Falls dann die Eisenblumen oder Metallblumen kommen. Ja, genau dafür. Ach, die Staubsauger können ich noch einmal bauen. Augiger. Hochleistungssauger aktiviert. Langstreckensauger aktiviert. Gut. Gott, ist hier gerade viel. Affenlehrling. Okay, ja, gut. Ich mach's aber hier erstmal im Blitzschlag. Also ohne die Nagelmaschine wäre ich jetzt glaube ich schon down. Gut, der Feuerring lohnt sich nicht. Hüte dich vor Runde 42. Ach komm, nicht so ein komischer so Luffy. Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich mache mal hier stärkste für ihn. Ich weiß nicht, in welche Richtung bei dem Staubsauger, der die Flugboote kaputt macht. Ich glaube, in die obere. Ich kaufe mir mal noch so eine Nagelmaschine hier und die baue ich jetzt mal anfangen. Ja.
Wenn hier unten skill ich auf Moab-Schreddernägel. Oder ich kaufe mir jetzt erstmal hier den Superaffen. Und ich würde sagen, den stelle ich einfach mal hier hin. Jetzt macht er. Die Laserstrahlen machen jetzt als nächstes Upgrade für irgendwas. Das ist dann schon Runde 44. Also bisher ging es wirklich noch. Als nächstes kann ich auch noch die Bananenplantage upgraden. Ja, hier oben mache ich die Nagelfabrik, also hier oben skill ich oben dann. Explodiert, Alter. Okay. Ich mach's mal, dass der auch die Damenblut abschießen kann. Oh, Digga, es sah so richtig hässlich aus für uns. Okay, das ist ein Wirbelwind erlernen. Vorne auch wieder zurückwerfen, die Balance. Volle Bananen. Ich glaube, ich muss ins obere skillen. Dann. Okay, jetzt haben wir schon mal die Todesnägel. Also nein, ich kann die Todesnägel, sondern fast die Todesnägel geskillt. Okay. Mach's einfach jetzt vom Feuerring hier rum. Jo, sieht das hässlich aus. Heiliger Mutter Anna, hatte ich gerade Angst. Um meine armen Viecher. Ja, ich würde sagen, ich baue hier einmal. Ich würde sagen, ich baue noch einen Superaffen. Was soll das jetzt? Leute, fuck. Oh ne, jetzt hab ich keinen gelben mehr. Scheiße. Na okay. Das war's jetzt mal mit der kleinen Runde von Blooms BT5. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und es hat euch unterhalten. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Übrigens haben wir ab Samstag FIFA 20 und dann gibt es auch mal wieder FIFA-Videos. Wünsche noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.